ein schönes Stück Scheiße rein. Die Sendung mit der Katastrophenmaus, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Let's nice. Go. Perfekt, Digga. Perfekt. Ja. Safe, Dicken. Einfach Unge jeden Abend. Ein Mann gräbt ein großes schwarzes Loch. Frau Pippenlücke ist auf dem Straßenverkehrsregel. Er beschwert sich mit dem Wasser. Links. Von allen. Und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente. Das war Siri. Hier gräbt ein Mann ein Loch in eine Wiese. Warum gräbt der Mann ein Loch in die Wiese? Das Loch gräbt er so tief, bis es ungefähr knietief ist. Mhm, okay. Dann holt er sich einen runter. Immer wieder. Also ich habe die Sendung mit der Maus ein bisschen anders in der Erinnerung. Ich weiß ja nicht, also... 8 Stunden lang. Und was passiert jetzt da drin in dem Loch? Erstmal gar nichts, denn er geht ins Moor. Im Moor gibt's Kacke, das ist das braune Zeug da. Okay. Und die sammelt der Mann hier mit Hilfe von Christian. Aha. Dann holt er Wasser. Ja. Und mit. Gibt's wirklich einen Menschen, der schon mal 8 Stunden lang am Stück gewichst hat? Geht ja gar nicht, oder? Dem Wasser und dieser Scheiße formt er Scheißekugeln. Weil man ist ja eigentlich, man braucht ja 10 Stunden, bis man kommt, oder? Das habt ihr ja safe auch. Also, das ist ja normal, also, oder nicht? Dann feuert er diese Kugeln, eine nach der anderen, in dieses Loch, okay, bis der Boden ganz damit bedeckt ist. Ja. Und wenn der Boden fertig ist, fängt er an, den Christian mit dem Hammer auf den Amboss zusammenzuschlagen. Er schlägt in grün und blau und grau. Dann holt er eine Säge und zerkleinert den Christian. Digga, das ist einfach ein fucking Mord, Junge, holy shit. Mal zu handlichen Stücken. Wie das genau funktioniert, das können wir euch leider nicht zeigen. Digga, was ist denn das? Was gucke ich denn hier gerade? Die Einzelteile von Christian feuert er in das Loch. Dann gräbt der Mann das Loch wieder zu und geht nach Hause. Ja, einfach Christian umgebracht an der Stelle. Chillig, 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 Bro. Der Mann ist offensichtlich verrückt. Digga. Oh nein. Hallo. Oh nein. Willkommen mal wieder in meinem Bauwagen. Oh nein. Oh nein. Junge, what the fuck, Alter? What the fuck? What the fuck? Morgens, wenn Frau Pötenlücke zu den Straßenbahn geht, dann schaltet sie als erstes ihre Bahn ein. Mhm. Dann gehen die Bildschirme an und sie fährt den Christoph aus. Okay, wer ist der Christoph? Der verbindet die Bahn mit der Oberleitung, aus der der Strom kommt. Und Frau Pötenlücke kann Strom geben. Alles eher im grünen Bereich, findet Herr Früh. Unsere Bahn, okay, hat die Nummer 666 und ist unterwegs. Da, mhm, unten rechts sieht man sie. Ja, man sieht sie, ja. Es geht flott voran. Alles frei. David, Wilmo, Erik, Dankeschön. Junge. Auf JP Performance in der Innenstadt angelehnt. No. Alles eher im grünen Bereich, finde ich. Okay. Okay. Ja gut, ob das jetzt so weit in Ordnung ist, da werden sich dann die Kriminalpolizisten drum kümmern. Auch Frau Pötenlücke findet, dass es prima läuft. Aber da parkt ein Auto so blöd, dass die Straßenbahn dann nicht vorbeikommt. Das wird mit einem fetten Laserstrahl platt gemacht. Was? Digga. Jetzt ist die Strecke. Es ist so lost. Strecke wieder frei. Es ist so lost einfach. Und Frau Pötenlütke kackt dem die Bahn. Ja, super, perfekt.
Also man lernt hier noch was bei mir im Stream. Man lernt hier noch was, das ist gut. Digga, mach das nicht zu Hause nach. Das funktioniert nicht. Habt ihr früher Sendungen mit der Maus geguckt? Auf Analonic? Die ist einfach tot. Ich kenne die alle. Ich bin Darth Vader mit der Atemschutzmaske. Und auch vor den Geräuschen, die dieses Atemschutzgerät macht, braucht man Angst zu haben. Wenn die Feuerwehr ankommt und plötzlich steht vor euch jemand, der aussieht wie aus dem Krieg der Sterne, dann bin ich das. Mhm. Okay, dann wissen wir Bescheid. So, jetzt bin ich gleich wieder ganz normal angezogen. Neben mir steht Luther, ein richtiger Feuerwehrmann. Die haben manchmal solche orangen Hauben dabei, die sie Kindern über den Kopf setzen. Dann wird man erst ohnmächtig. Okay. Und dann stirbt man, wenn man nicht schnell Hilfe bekommt. Und warum macht die Feuerwehr sowas? Wenn ihr Angst habt, unterm Bett verkriechen oder im Schrank oder in Häuschen verstecken. Denn wenn die Feuerwehr kommt, die kann euch dann nicht finden. Ah, okay. Und dann macht's bäh. Bäh. Also, wir fassen zusammen. Wenn es brennt, versteckt euch im Schrank oder unterm Bett. Ansonsten kommt die Feuerwehr und zieht euch so ein rotes Ding über den Kopf und dann stirbt ihr. Also die Feuerwehr darf euch nicht finden. Ganz wichtig. Einfach purer Autismus, dass da oben auch DDR steht. Guck mal hier, da oben steht DDR, seht ihr das? Oh mein Gott, wie lost. Okay. Wie heißt dieser Huren so nochmal? Captain Blaubeer, ne? Captain Blaubeers Seemasser. Wieso habe ich den Bären Hurensohn genannt? Der hat mir nichts getan. Opa Blaubeer, was ist denn das für ein Zeug? Habe ich im Klo gefunden. Oh, das ist ein Sperrmann. Da lass mal schön die Finger von. Okay. Das ist gefährlich. Gefährlich? Piratencreme, das ist Sperma. Jetzt bin ich dran. Alter, die Kinder haben sich mit der Wichse von dem Opa eingerieben. Die Bärchen sind tot. Junge Scheiß, Mann. Wir dürfen nicht vergessen, dass er vorher gesagt hat, dass das eine Wichse ist. Oh, Junge. Ah, warte noch mal. Das ist dumm, Alter. Oh, Junge, Scheiße. That shit got me in fucking tears, mate. I'm fucking screaming, ahe. Opa Blaubeer, was ist denn das für ein Zeug? Hab ich im Klo gefunden. Oh, das ist ein Sperrmann. Da lass mal schön die Finger von. Das ist gefährlich. Ist das dumm? Die reiben sich damit einfach ein. Probier, Oma. Da bin ich dran. Die Bärchen sind tot. Digga, holy shit. Oh nein, ich scheiß mir gleich in die Hose, wirklich. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier jetzt los? Das ist aber jetzt auf einem ganz anderen Level unangenehm. Da müssen wir aber sofort intervenieren. Köln. Die Hochburg der deutschen YouTuber-Szene. Was ist denn jetzt los? Hier treffen wir den Gamer-Profi Simon Wiesel. Da bin ja ich! Das ist ja... Alias Wiesel. Nee, das bin nicht ich. Das ist irgendein Fremder. Das ist aber meine... Das ist die Wohnung. Das ist die Wohnung, in der ich gewohnt habe. Das bin nicht ich. Das ist dieser Typ. Wie heißt der? Maniac. Das bin ja gar nicht ich. Gerade produziert er ein YouTube-Kacker-Video mit einem befreundeten... Aber das war mein Zimmer.
YouTuber. Pro Tag spielt um etwa 40.000 Stunden und lädt 3.000 Videos hoch. 7 Tage die Woche. Ah ja, okay. Also ich habe nie Wochenende, war noch nie in Urlaub. Also ich kann nie in Urlaub fliegen. Aha. Also alles, was ich bis jetzt nicht am PC gemacht habe, war trotzdem komplett am PC gemacht. Nach Schätzungen der Monitoring-Seite Statsheep zahlt YouTube Unge etwa 1 Euro pro Monat aus. Ich habe fast 1 Euro im Internet verdient. Alter, Simon, Respekt, Junge, what the fuck? Ja, krass. Stell dir mal vor, ich verdiene nächsten Monat das Doppelte, da habe ich 2 Euro fast. Und irgendwann habe ich vielleicht mal 3 Euro, wenn ich jeden Monat 1 Euro verdiene. So, und irgendwie so bekloppt. Stell dir mal vor, irgendwann verdiene ich vielleicht 90 Cent oder 30 Cent. Im Höchstfall würden dann 4 Euro rausbringen. Das wäre so mein Traum. Auf das Geld, da scheiße ich drauf. Im Endeffekt habe ich damit meine Existenz aufs Spiel gesetzt. Okay. Ja, okay. Boah, habe ich eine Skype-Nachrichten. Oh mein Gott. Mit 40 Jahren hat Simon Unge bereits eine größere Reichweite als Ile Floyd. Wow. es war schon eine ganz schöne Schelle. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, so, ich lasse die Bombe jetzt platzen. Hat mir keiner geglaubt. So, und dann habe ich es einfach gemacht. Digga. Alter, also der Kanal ja mal... Der kriegt ja mal den wildesten Sub reingedrückt, Digga. Das ist ja ganz krass, was der hier gemacht hat. Holy shit, Digga. Holy shit, richtig wild.